Ich habe da schon eine Idee. Ich besorge eine Leiter und sorge für Ablenkung. Währenddessen kann Marmosha dann über die Mauer klettern. Ja, so könnte es funktionieren. Wenn Marmosha sieht, dass ich die Leiter herunterlasse, wird sie wissen, was zu tun ist. Stellt sich nur noch die Frage, wie ich für Ablenkung sorgen kann. Da kann ich euch helfen. Sprecht mit der Händlerin Teruka am Hesinde-Tempel. Sie hat immer ein paar Spezialitäten für Jahrmarktzauberer im Sortiment. Danke für den Hinweis. Wartet hier auf mich, ich bin gleich wieder zurück. Okay. Finde 3 Handwerker. Leider habe ich Forolax nicht im Hafen angetroffen. Er soll sich in der Grafenstadt in der Nähe des Zwergenviertels aufhalten. Besorge eine Leiter. Um Marmosha aus dem Zwergenviertel herauszuholen, baue ich eine Leiter. Es muss hier doch irgendwo eine zu finden sein. Ablenkungsmanöver. Damit Marmosha ungesehen die Leiter hinaufklettern kann, müssen wir für ein Ablenkungsmanöver sorgen. Forolax hat uns geraten, uns bei der Händlerin Teruka am Hesinde-Tempel einmal genauer umzusehen. Also ja, da steht einfach mal so eine Leiter rum und die ist sogar markiert für uns. Wie nett. Nur wahrscheinlich wird der Armbrust her... Achso, die gehört ihm gar nicht. Die steht einfach nur so an die Mauer gelehnt. Free for all. Ja. Eine Leiter zu finden war nicht weiter schwierig. Jetzt haben wir eine Leiter. Eine einfache Holzleiter, die beinahe in jedem Haushalt zu finden ist. Ja, wer braucht nicht mal eine Leiter? So, das heißt wieder auf den Praios-Platz zum Hesinde-Tempel. Ugdan-Hafen, da wollen wir erstmal nicht, gerade nicht hin. Also Praios-Platz. Was sich übrigens keiner wundert, dass ich so ein goldener Typ bin. Na, habt ihr mittlerweile ein neues Spiel oder immer noch nicht? Nein, immer noch nicht. Angrosch zum Gruße. Wie kann ich euch behilflich sein? Man hat mir gesagt, dass ihr auch Spezialitäten für Jahrmarktszauber im Sortiment habt. Also, ich könnte euch einen Behälter mit Pyrophor anbieten. Das Pulver ist sehr beliebt bei den Jahrmarktszauberern, weil es einen großartigen, feuerähnlichen Effekt gibt, der aber keine Verbrennungen erzeugt. Ich glaube, das ist genau das, was ich suche. Was soll es denn kommen? 2 Silbertaler. Dann her damit. Danke und bis zum nächsten Mal. Okay, wir haben jetzt eine Leiter und... Jahrmarktsfeuerwerk. Bei diesem Pulver handelt es sich um ein Pyrophor, welches von Jahrmarktszauberern verwendet wird, um die Zuschauer zu beeindrucken. Es entzündet sich an der Luft von selbst und zaubert je nach Beimischung feuerliche Lichteffekte. Mhm. Es kann losgehen. Ich habe einen Leiter und Feuerwerkspulver zur Ablenkung. Ich sollte jetzt Forolax Bescheid geben, dass es losgehen kann. Mhm. Na ja, komm, nehmen wir da oben den Weg zur Grafenstadt.
So. Sind wir hier direkt an der Grafenresidenz eigentlich? Na komm, machen wir mal kurz den Umweg und gucken hier rein. Hast du was Neues? Nein, nochmals vielen Dank für eure Hilfe, sagt sie nur. Und hier steht auch nur der Graf. Hm? Was anstrengend ist halt die ganze Zeit hier rumzustehen, anstatt zu sitzen. Na, wie kann der Graf von Ferdak euch zu Diensten sein? Und nichts Wichtiges. Die Stimme klingt auch irgendwie jetzt gemoddet. Vor allem, weil er sich irgendwie nicht mehr bewegt. Okay, das heißt wieder zum Zwerg. Ist die Mauer eigentlich wirklich? Ja, die ist schon ein Stück hoch. Und? Habt ihr schon etwas erreicht? Ja, ich habe alles. Wenn ihr wollt, können wir anfangen. Los. Ich kann es kaum erwarten. Alles klar. Okay, das scheint geklappt zu haben. Meine geliebte Marmosha, endlich habe ich dich wieder. Mein geliebter Forolax, ich bin ja so glücklich. Und das haben wir nur euch zu verdanken. Wie kann ich euch das nur vergelten? Das ist ganz einfach. Ich erwähnte bei unserem ersten Gespräch einen Auftrag, wenn ihr den übernehmen könnt. Ich erinnere mich. Worum geht es dabei? Der Händler Danko hier auf dem Marktplatz benötigt noch einige Handwerker, die ihm beim Aufbau seines Standes helfen. Und da ihr einer der Besten sein sollt, seid ihr mir empfohlen worden. Aber natürlich. Das ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Marmosha, warte doch bitte so lange in meinem Haus auf mich. Aber sicher, Geliebter. Ich werde alles für deine Heimkehr vorbereiten. Bis bald. Die hat komische Augen gehabt gerade eben. Bis bald, Geliebte. Ich werde mich jetzt zum Marktplatz begeben. Dann auf gutes Gelingen. Ja, drei Handwerker wurde aktualisiert. Geschlossen erstmal gucken. Der verliebte Zwerg. Die zwergische Romy und Julia haben zueinander gefunden und ich konnte dabei behilflich sein. Ich habe mit den drei Händlern gesprochen und sie waren einverstanden, beim Aufbau des Standes zu helfen. Ich soll jetzt bei Danko vorbeigehen, um mich zu vergewissern, dass alles geklappt hat. Nein, erstmal sollte ich meinen Teil der Abmachung noch einhalten und nach Avestreu reisen. Oder, nee, ich gehe erst mit Danko reden. Hier geht's leider nicht hoch. Also es geht schon irgendwo hoch, aber nicht da hoch, wo ich will. Ah, aber ja, der Stand sieht aus wie ein Stand jetzt.
Ah, schön, euch wiederzusehen. Wie ich sehe, haben die Handwerker ganze Arbeit geleistet. Jetzt steht eurem Handel ja nichts mehr im Weg. Ja, da mögt ihr schon recht haben. Aber wie wollen wir Umsatz machen ohne Ware? Mit einem leeren Marktstand locken wir doch keine Menschenseele. Und was sollen sie kaufen, wenn ich nichts da habe? Da kann ich noch so laut rufen. Ohne Ware kein Geschäft. Lasst mich raten, ihr habt eine Liste von Waren, die ihr am Stand verkaufen wollt? Ah, ich sehe schon, ihr seid sehr geschäftstüchtig. Dem ist so. Lasst mich kurz aufzählen, was wir für den Anfang brauchen. Wir sollten mindestens 20 Humpen frisches Pferdocker haben für die Eröffnungsfeierlichkeiten. Damit lockt man schon mal Kunden. 20 Krüge Quellwasser und mindestens 10 Flaschen Apfelschnaps sollte ein guter Händler schon anbieten können. Vielleicht noch ein paar Hüte, oder? Ach nein. Apfelschnaps, Pferdocker, ich dachte, er hat einen Stand und keine Kneipe. Jedoch noch 20 Einheiten Kohle, 40 Einheiten Sandstein und 10 Einheiten Koscherstall sollte man natürlich auch im Sortiment haben. Wisst ihr, so nah am Zwergenviertel sind solche Waren stark gefragtes Gut. Ich sehe schon die Dukaten in meinem Beutel klingen. Götter im Himmel, ich sehe die Dukaten aus meinem Beutel schwinden. Noch etwas. Wir doch noch Hüte mit ins Sortiment aufnehmen sollten. Ich weiß nicht so recht. Ach ja, besorgt mir doch bitte auch noch ein paar Hüte. 3 verschiedene dürften reichen. Dann sollte der Eröffnung meines Standes nichts mehr im Wege stehen. Ich werde sehen, was ich tue. Ich werde mich jetzt zu meiner Mamusha begeben. Vielen Dank für eure Hilfe. Das habe ich doch gern gemacht. Für mich wird es Zeit zu gehen. Die Arbeit ruft. Und denkt daran, die Finger von der Truhe zu lassen. Hier gibt es nichts mehr für mich zu tun. Ihr findet mich am Hesinde-Tempel. Bringt mir doch bitte das Paket dorthin, sobald ihr es habt. Das werde ich tun. Okay. Ja, Waren für Danko. Nicht nur, dass ich Danko die Materialien und die Handwerker für den Aufbau seines Standes besorgt habe, jetzt soll ich auch noch Waren zum Verkauf beschaffen. Bier für den Öffnung des Stalles soll ich Blanco 20 helle Pferdocker besorgen. Das ist kein Problem. 20 Krüge Quellwasser finde ich bei mir selber. 10 Flaschen Apfelschnaps. Da muss ich nach Talon reisen. Hüte. 3 unterschiedliche Hutmodelle. Kohle habe ich selber. Koscherstahl habe ich auch selber. Und Sandstein auch. Also ja. Gab's hier nicht irgendwo eine... Ja genau, ist das hier ein Wirt? Schankwirt, ja. Helles Pferdocker. Wie viel waren es nochmal? 20, okay, das sollte kein Problem sein. Das sind halt dann wieder mal eine Dukate, 60. 6 Silber. Dann kann ich ihm das schon mal geben. Habt ihr schon ein paar Waren für mich? Oh, ich habe schon 20 Krüge Quellwasser, auch gleich. Und einen Hut. Ja, ich habe hier 20 helle Pferdocker. Wunderbar. Habt ihr noch weitere Waren für mich? Ja, hier... Mir ist es gelungen, 20 Krüge Quellwasser. Wunderbar. Habt ihr noch weitere Waren für mich? Ich habe schon aber einen Hut für euch. Wunderbar. Okay. Welchen Hut habe ich ihm gegeben? Aufgepasst. Mein Atem geht ruhig. Folgt mir. Ich habe ihm Gladys Hut gegeben.